Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, und wir stehen am Rande der glühenden See. Und ich habe schon mal Radex auf Kurzwahl gelegt. Draußen ist was. Da bist du ja. Oh. Ach, wieder so ein Kack. Mega. Alter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, also diese Mücken, ne, das sind die lästigsten Viecher, wo gibt. Toll, ich habe ja noch nicht genug Strahlung. Jetzt muss auch noch so ein Strahlengewitter hier auftauchen. Ich bereue das so, ne, dass ich auf schwer gestellt habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Höhle entdeckt. Toll. Was soll denn her? Das ist doch. Anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Geh mal weg, du.
Das Krasse ist, hier gibt es ja überall Orte. Toll. Oh. Und Schluss ist so. Ganze liegen bleiben, Kalle. Wo? Oh. Ach so, ich bin auf ihn draufgetreten schon. I save. Wo war das? Wo denn? Toll, 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 toll. Alle. Sollen wir uns das Teil da vorne auch nochmal angucken? Komm, ich weiß ja nicht, wann wir nochmal hier hinkommen.
Pech mit dir. Das war's dann wohl für dich. Arme Dreck. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Ich weiß nicht. Alter, wie tief ist denn der Bunker hier? Komm, geh weg. Aha. Aber ich glaube, dann gehen wir erstmal nach oben, wa? Und dann später nach unten. Hier ist nichts mehr. Pass auf deine Gliedmaßen auf, wilde Ghule! Gekommen. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Fiesen Möb, du. Und geht's nach oben oder nach unten? Das ist echt, also irgendwie, also der Sprung von normal auf schwer, der ist krass. Also vom Waffenschaden her, ne? Also, die machen das. Wär's. Was habe ich jetzt gebraucht? 2 Magazine oder was, ne? Habe ich eigentlich ein Level Up? Ne, habe ich nicht. Toilette noch mal aufmachen hier. Schön. Und das dauert auch irgendwie ewig, bis ich aufsteige.
Guck mal hier. Schicken Fusionskern. Was ist das denn da vorne? Und wie weit ist das weg? Ja, komm. Wir nehmen alles mit hier. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich das Wörtchen besorgen kann. Ja, ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier nochmal zurückkomme, wenn ich nicht muss, ne? Also es ist schon eher bedrückend. Was war das denn wieder für eine Schlüsselkarte? Ja, da gucken wir mal, ne? Hier strahlt's noch nicht mal. Hier spricht Regierungsmitarbeiter Nummer 011. Naja, scheiß auf diesen Regierungsmist. Hier spricht Busenski. Die Sirenen, sie kamen so schnell. Dann der Alarm. Die einzigen, die wir retten konnten, hatten gerade Dienst. Stevens war nach draußen gegangen, um etwas aus seinem Auto zu holen. Stevens. Er ist tot. Wir mussten die Tür schließen, bevor er sich auch nur umdrehen konnte. Das verlangt das Protokoll. Ich konnte ihn schreien hören. Das war vor Tagen. Uns geht schon das Essen aus. Der Ort hier war nicht so gut ausgestattet, wie sie behauptet haben. Verdammte Budgetkürzungen. Wenn jemand das hier hört, mein Name ist Jeff Busenski. Sagt meiner Frau Wilma, dass ich sie liebe. Adieu. Adieu. Ist das dein Ernst? Jetzt bewegst du dich? Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt schon sein sollte. Egal, ne? Wie weit runter geht es hier? Das weiß ich doch auch nicht. Ich habe eine kleine Hütte gesehen, dachte, so ist ratzfatz erledigt. Überwachungsgerät. Das Überwachungsgerät sieht aus wie ein Radio. Oh. Hier geht's dann nach unten. Okay.
Aber nee, ey, das müssten sie doch verhindern, dass ich hier... Hallo? Ist da jemand anwesend? Vielleicht. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Shit. Ernsthaft? Hab ich vor die Scheibe geschossen oder was? Warum verstecken Sie sich? Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Wir greifen an. Komm schon! Von Gewalt. Bam! Mädel. Was ist mit dir da? Immer in einem Stück. Junge, so doch nicht. Also diese... Diese komischen Sins hier, also die nicht aussehen wie Menschen, die sind echt fiese Gesellen. Da habe ich noch keinen netten von getroffen, glaube ich. Guck mal her. Und jetzt, hier kommt eine, man könnte sagen, unerwartete Meldung. Hast du gehört, dass eine Gruppe Soldaten... Was wäre denn passiert, wenn ich hier in die Falle reingelaufen wäre? Soldaten der
Weiß der Geier. Polizeirevier Cambridge. Leider ging es ihnen echt übel. Aber dann tauchte der Wohnbewohner auf und ging ihn zur Hand. Oder zum Gewehr. Naja. Also die drei Sins hier, waren das die einzigen? Die... ihr Unwesen getrieben haben? Globus, Ventilator. Oh. Oh nee. Boah, was? Boah, was? Hey. Was kann ich für dich tun? Hey, Piper. Weißt du, ich weiß noch immer wirklich zu schätzen, dass du kein Idiot bist. Das ist super. Ebenso. Danke. Ebenfalls. Nein, ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Und ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester, Nat, die langsam zu mir wird. Mhm. Sie wird so wie du? Was meinst du damit? Ich mache mir schreckliche Sorgen darüber, dass sie so wird wie ihre große Schwester. Denk doch mal an das Leben, das wir führen. Nichts für ungut, Blue. Aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden ja nicht sonderlich am Herzen. Sie darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird sie vielleicht anders. Dann ist sie wieder die süße, unschuldige Nat. Zeitungsausträgerin und Vorzeigebürgerin. Was soll ich nur tun, Blue? Du liebst sie einfach. Die Familie ist kostbar. Du solltest sie auf keinen Fall wegstoßen. Denn sonst könntest du sie für immer verlieren. Du hast recht. Das darf ich nicht riskieren. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht mehr gemacht. Wir sind echt gute Freunde, weißt du das? Also nur Freunde, hm? Also, ja, da dachte ich mir zumindest. Außer es ändert sich irgendwie irgendwas. Mensch, ist es hier plötzlich warm? Aber hey, nochmal danke fürs Zuhören. Tut echt gut, mit jemandem darüber reden zu können. Also, sollen wir dann aufbrechen? Hey. Hast du mal kurz eine Minute Zeit, Blue? Nochmal. Was gibt's? Ja, aber nichts Schlimmes. Es ist nur, was du wegen Nat gesagt hast. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und du hast recht. Die Familie ist zu kostbar. Was ist das für ein Leben für sie, wenn ich sie einfach nie wiedersehe? Es ist nur, dass es mir manchmal so vorkommt, als hätte ich im Leben nur Nat und die Zeitung. Jemanden zu haben, auf den ich zählen kann. Jemanden wie dich. Bedeutet mir viel. Nicht viele Leute verbringen gern Zeit mit der neugierigen Reporterin. Ja,
aber ich mag deine Art von Neugier. Da bist du die Ausnahme. Viele Freunde habe ich mir mit dem Beruf nicht gemacht. Ich wollte nur die Dinge verbessern, die meiner Meinung nach falsch liefen. Als Ned und ich nach Diamond City kamen, lief eine Menge falsch. Korrupte Wachen, lausige Infrastruktur. Vor ein Loch in der Außenmauer hat man einfach ein Bücherregal gestellt. Ein Bücherregal. Mehr nicht. Ich habe die Zeitung eigentlich als rein Akt der Verzweiflung gegründet. Wie sich herausstellte, war ich nicht die Einzige, die wollte, dass die Dinge sich ändern. Nach den ersten Ausgaben waren zwar vielleicht nicht alle meiner Meinung, aber immerhin hörten mir alle zu. Im Ernst? Ein Bücherregal? Nicht mal ein wenig Absperrband? Nein, aber jetzt sieht man nicht mal mehr, wo das Loch war. Steine, echter Mörtel, komplett dicht. Dank der Zeitung. Als die erste Ausgabe erschien, fühlte ich mich, als hätte ich das erste Mal etwas Nützliches getan. Aber danach änderte sich alles wieder. Die Leute wollten nicht mehr mit mir reden. Offenbar war ich über Nacht von Piper, der Freundin und Vertrauten, zu Piper, der neugierigen Schnüfflerin geworden. Viele Leute behandeln mich seitdem anders. Langsam kam es mir so vor, als könnte ich nur noch auf meine kleine Schwester zählen. Ich bin sicher, die meinen das nicht persönlich. Kann sein, aber das ändert nichts am Ergebnis. Zumindest bis heute. Bis du kamst. Du hast keine Angst vor mir, wie alle anderen. Ich war mir sicher, dass die Zeitung das Beste sein würde, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber jetzt, da ich hier bei dir bin, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe schon ewig jemanden wie dich in meinem Leben gebraucht, Blue. Ich dachte nur nie, dass es auch passieren würde. Also danke für eine Freundschaft, auf die ich zählen kann. Hört sich für mich an, als wärst du an mehr als nur an einer Freundschaft interessiert. Oh, ich müsste lügen, wenn ich sagte, ich hätte nicht schon drüber nachgedacht. Also nicht, dass ich ständig darüber nachdenke. Es ist nur so, Blue. Ich bin laut und aufdringlich und übernehme mich andauernd. Warum in aller Welt sollte jemand wie du jemanden wie mich wollen? Du musst gar nicht makellos sein, Piper. Für mich bist du perfekt. Perfekt, was? Das höre ich zum ersten Mal. Also... Also, ich finde, du bist ebenfalls perfekt. Oh. Meine Güte. Blue, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe. Komm schon, lassen wir die Welt nicht länger warten. Genau, wir rammeln hier im Keller. Redegewandtheit erhalten, cool. Piper. Hast du Hunger? Die Dinge halten mich immer am Laufen. Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Alles klar. So. Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist. Hä? Ach so. Beine fehlen ihr. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Ist aber schlecht. Na, Beine fehlen. Torso, Helm, linker Arm, rechter Arm. So. Reparieren.
Dann ist die schon mal wieder frisch. Toll! Piper. Die hast kaputt gemacht, komplett. Aufgepasst. Nach dir. Gern doch. Nimm's jetzt die. Und nicht wieder kaputt machen, ne? Dann looten wir mal zu Ende. Haben wir hier? Steht hier so eine krasse Powerrüstung rum. Aber die Viecher hier kann man nicht aktivieren, oder was? Ja, die muss ich dann mal später oder was abholen. Das Skelett. Meine Fresse, Piper, ey, da gebe ich dir eine Rüstung und da machst du sowas. Schön, wieder unterwegs zu sein. Hier draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Tja. Wieso zeigt er mir das Ding denn hier an, wenn das außer Betrieb ist? Kann ich den irgendwie einschalten? Ah, guck an. Und hier noch. Noch mal ja. Hätte ich mir doch nur auch Lesestoff mitgenommen. Fast übersehen, Piper. Ja,
Null. Passt nicht. Wie schön. Der passt. Deaktivieren oder anlassen? Wozu braucht ein Butler eine Schusswaffe? Bei Dunkel. Kommst du mit? Sieht aber cool aus, ne? Die X1 oder wie sie heißt. Ach, guck an. Ja, aber da kann ich hier zurückfliegen und dann kann ich jetzt das Ding abholen. Gut. So. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was.